Herzlich willkommen zum 12. Neuwulmsdorfer Salon, unserer karitativen Talkshow aus Neuwulmsdorf. Wir freuen uns sehr über diesen ganz besonderen Salon und bedanken uns recht herzlich bei unserem Gastgeber Spiridon Pappas, Inhaber des wunderschönen Hotelrestaurants Helena. Wir dürfen gespannt sein auf tolle kleine Köstlichkeiten, die in der Pause an der Bar des Hauses gereicht werden. Dafür schon an dieser Stelle herzlichen Dank, Spiros. Schon viele Jahre begleitet er uns bei zahlreichen karitativen Projekten und steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn als Co-Moderator gewinnen konnten. Thomas Grambo, stellvertretender Bürgermeister von Neuwulmsdorf. Herzlich willkommen. Beim letzten Salon hielt es die Gäste nicht auf ihren Sitzen und einige schwangen sogar das Tanzbein. Bereits zum zweiten Mal gestalteten sie das musikalische Rahmenprogramm mit einfühlsamen und groovigen Soul- und Rockklassikern. Bitte begrüßen Sie mit uns die Band Driana. Unsere Themen und Gäste des heutigen Abends. Ehrenamtliche Arbeit wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Ob Seniorenbetreuung, Hilfe nach Unfällen, Dienste in Kleiderkammern und Suppenküchen, Begleitung von Flüchtlingen, Kinder- und Jugendarbeit und vieles mehr. All das organisiert in Neuwulmsdorf das Deutsche Rote Kreuz. Unser Co-Moderator Thomas Grambo ist zweiter Vorsitzender des hiesigen Ortsverbandes und spricht mit dem Leiter der DRK-Bereitschaft über Aufbau, Arbeit, Vorhaben und Ausbildung des DRK. Bitte begrüßen Sie mit uns Andreas Winkel. Von einem Tag zum anderen hat einer der größten Serviceanbieter für hauswirtschaftliche Versorgung in Neuwulmsdorf seinen Betrieb eingestellt. Viele Kranke, Behinderte, aber auch Familienhaushalte stehen jetzt ohne diese gewohnte Hilfe da. Sofort haben zwei Unternehmen angeboten, den hauswirtschaftlichen Versorgungsnotstand zumindest partiell aufzufangen. Wir freuen uns auf Jan Kettler, Inhaber zweier Pflegepersonalvermittlungsfirmen in Buxtehude, sowie Hatice und Besem Peer, Inhaber der Firma Elara Clean Gebäudereinigung, ebenfalls in Buxtehude. Allgemein bekannt ist, dass man seine musikalischen Präferenzen bis zum Alter von etwa 20 Jahren ausgebildet hat. Wer also in den 50er, 60er und 70er Jahren so um die 20 Jahre alt war, dem müsste alles aus dem Programm des Old Fashion Duos bekannt vorkommen. Das Besondere an diesem Duo ist aber, dass es seine Gagen abzugsfrei an karitative Projekte und Einrichtungen spendet. Musik machen und Menschen in Not helfen, heißt das Motto von Dietrich Zimmermann und Willi Neumann. Herzlich willkommen. Wir produzieren eindeutig zu viel Müll. Billig in China hergestellt und bei Amazon bestellt, kann man Handys, Fernseher und Computer schnell entsorgen und kauft sich neue Geräte. Sinnvoll oder nachhaltig ist das allerdings nicht. Was kann man ändern? Wie können wir uns behelfen, damit nicht immer alles gleich auf dem Müll landet? Darüber sprechen wir mit Jens Kock, Pressesprecher der Grünen im Ortsverband Neuwulmsdorf und Initiator eines Repair-Cafés. Herzlich willkommen! Am 14. und 15. März ist es soweit. Die erste Come Future Süderelbe-Messe Haus, Garten, Gesundheit, Freizeit in der CU-Arena Neugraben öffnet ihre Türen. Viele Aussteller auf 1500 Quadratmetern warten auf ihren Besuch. Ein buntes Rahmenprogramm begleitet die Messe und ein weiteres Mal kommt ein Teil der Erlöse karitativen Zwecken zugute. Begrüßen Sie herzlich den Initiator und Geschäftsführer von Come Future, Carsten Schumacher. Und last but not least möchten wir Ihnen das wahrscheinlich schnellste Projekt vorstellen, dessen Erlöse ebenfalls karitativen Projekten zufließen. Die Baltic Sea Circle Rally. In 16 Tagen geht es durch 10 Länder einmal um die Ostsee herum. Das alles ohne Navi und in mindestens 20 Jahre alten Autos. Mario Kummer von der Württembergischen Versicherung und seine Tochter Michelle sind heute Abend zu Gast und erläutern uns, wie sie mit dieser Rallye Spenden erzielen, die sie dann dem Verein der Guten Stube zukommen lassen. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder Dirk Ringel an unserer Seite haben, Malermeister und Sachverständiger aus Rübke, als Schirmherrin für den karitativen Neuwulmsdorfer Salon.
Auch die Spenden und Erlöse der Versteigerung hat Dirk Ringel genau im Blick und übergibt sie wie immer an die Vorsitzende des Förderkreises Gute Stube e.V., Christiane Hulin. Ein weiteres herzliches Dankeschön gilt unseren Helferinnen und Wegbegleiterinnen, die immer zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden. Den Fotografen Norbert Meyer vom Shantikor de Windjammers, Südhaner und Jürgen Karsch aus Geesthacht und Dank auch an unsere Kolumnistin aus Neuwulmsdorf, Sabrina Heinert. Und nun freuen wir uns auf einen spannenden und unterhaltsamen Abend mit Ihnen.